Katrin Zähler, herzlichen Glückwunsch zu dem tollen sechsten Platz bei der Tour de Ski 2012. Was ist dir vorher gerade durch den Kopf gegangen, als du hier oben auf der Alpe Cernis angekommen bist? Ja, ich wollte meinen Platz halten auf jeden Fall, Platz 7. Und jetzt bin ich mit Platz 6 ja überglücklich, dass es also noch besser geworden ist wie meine Ausgangsposition am Anfang. Und ja, mein Ziel war eine einstellige Platzierung bei der Tour und ja, das habe ich jetzt erreicht und bin überglücklich. Wann hast du heute im Rennen gemerkt, dass sogar noch was nach vorne gehen kann? Ja, wo ich in den Berg reingelaufen bin und wo ich die 40 Sekunden noch hatte zu Lettemäki und Kalla, habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass es vielleicht was werden könnte, vielleicht noch um Platz 4 zum Kämpfen. Weil es dann immer weniger wurde, auf 20 Sekunden, dann 10 Sekunden. Aber hinten raus haben die zwei dann eher am Platz 4 gekämpft, haben nochmal Druck gemacht und ja, da konnte ich leider dann nicht mehr mitgehen. Konnte ich nicht mehr mein Tempo verschärfen, da war ich dann ziemlich K.O. und bin jetzt einfach glücklich, dass es mit Platz 6 noch ja, gut gereicht hat. Was sagst du über Justyna Kowalczyk? Ja. Ja, einfach großartig. Jetzt gewinnt die zum dritten Mal hintereinander die Tour de Ski. Ist einfach ja, einsame Spitze. Justyna is the best woman in the world. Ist sie. Ja. Weil unsere Katrin ist die beste Deutsche. Katrin, jetzt war die sehr, sehr harte Tour dieses Mal. Noch eine Etappe, glaube ich, länger wie letztes Jahr. Vor der Tour lief es bei dir ja auch noch nicht ganz so rund. Wann hast du während der Tour gemerkt, dass es eine richtig gute Tour für dich wird? Ja, eigentlich schon in Oberhof habe ich das schon gedacht. Also der Prolog, da war ich jetzt nicht ganz so zufrieden, aber dann mit den 10er Verfolger, wo Steffi und ich ja ganz vorgelaufen sind auf 8-9, da habe ich schon gedacht, ja, also wir haben gutes Material und bin auch körperlich richtig gut drauf und da kann schon was gehen. Und so gut wie ich dieses Jahr in die Tour eingestiegen bin, ja, bin noch nie in die Tour eingestiegen. Und die Wettkämpfe, die wo mir liegen, die kommen ja eh dann hinten raus, das habe ich ja gewusst. Und ja, sowas dieses Jahr dann auch und ja, bin glücklich. Jetzt haben wir ja nächstes Jahr an dieser Stelle die Weltmeisterschaft. Ist das für dich vielleicht ein gutes Omen, nächstes Jahr hier zurückzukommen und auch hier so tolle Rennen zu zeigen? Ja, auf alle Fälle. Weil die Firmen, die Strecken, das sind sowieso meine Lieblingsstrecken. Also da habe ich jetzt eigentlich immer gute Wettkämpfe gemacht und ja, das stimmt natürlich positiv auf nächstes Jahr. Dann wünschen wir dir jetzt gute Erholung, Katrin, und freuen uns schon auf nächstes Jahr hier in Val di Fiemme. Dankeschön.